3:45 am Donnerstag, 23. April. Naja, 23:45 ist unser schönes Format, das wunderbar bei euch ankommt. Aber jetzt ist schon 12, hinter uns hören wir die Glocken läuten. Und wir sind jetzt hier am Altenhof. Hier sind Sie Kaiser in Lautern. Die Werbegemeinschaft hier aus der Stadt, von den städtischen Handels- und Gewerbebetrieben, die hat sich eine neue Aktion überlegt. So, lass mich mal ran, junger Mann. Nämlich Gesichter des Handelns und lauterer Gesichter des Handels, Handelns, wenn man so will. Das N hat das schön reingebracht. Das ist hier nämlich Alex Hess, den wir hier schön sehen. Ihr kennt ihn alle logischerweise und auch uns bedeutet es natürlich, dass wir 2 Meter Abstand halten. Alex Hess hat eine Sache sich einfallen lassen, nämlich die Gesichter des Handelns. Das ist ein kleiner Schritt in die Normalität. Wir sind, die ersten Geschäfte haben geöffnet, so ein bisschen Leben kann sein. Alex, du hast ja dann eine tolle Idee gehabt. Ich reiche dir das Mikro über meinen Baum da jetzt so rüber. Das heißt, du musst da reden. Ich kann gar nicht dazwischen fragen. Du hast jetzt das Mikro praktisch jetzt in deiner Gewalt. Also, worum geht's genau? Ja, lauterer Gesichter des Handels soll ja schon eine Aussage treffen, denn wir wollen einfach zeigen, für wen und was wir hier im Handel in der Innenstadt stehen. Nämlich wir freuen uns jetzt alle, dass die Geschäftswelt wieder geöffnet hat, zumindest mal zum großen Teil. Und dass sich alle Bürgerinnen und Bürger und Gäste dieser Stadt natürlich insbesondere freuen, dass hier wieder Aufbruchstimmung ist und dass wir eine Solidarität jetzt hier mit bekunden und sagen, es geht jetzt wieder weiter, es geht so langsam los in die normale Normalität. Werden wir zwar nicht gleich starten, aber wir wollen einfach ein Signal setzen, ein positives Zeichen seitens der Werbegemeinschaft Kaiserslautern und für unsere Mitglieder, von unseren Mitgliedern, und die haben wir natürlich deswegen alle hier recht herzlich eingebunden. Und die sollten eine Aussage auch treffen zu dieser ganzen Zeit, zu dieser Phase, die wir jetzt hier erleben, und ein Signal auch von ihrer Seite aus geben, mit einer Requisite beispielsweise in der Hand, um zu zeigen, wofür sie stehen und wofür sie auch in der Zukunft stehen werden. Und das ist uns ganz wichtig, hier nochmals als Botschaft zu tragen und hier damit bedingt eine schöne Marketingstrategie, eine schöne Kampagne zu fahren, um einfach so eine Aufbruchstimmung hier zu zeigen. Insgesamt sind wir natürlich auch stolz, dass das Projekt jetzt mehr als 70 Teilnehmer hat. Wir haben insgesamt knapp 150 Mitglieder in der Werbegemeinschaft, und für diese Kurzfristigkeit unseres Aufrufs wegen sind wir natürlich ganz stolz, dass unsere Mitglieder hier gerne gekommen sind, die das total super finden, dass wir sie alle jetzt hier zu Wort kommen lassen, dass wir einfach Sie als diejenigen, die hier für die Innenstadt eben stehen und leben und kämpfen, dass Sie hier zu Wort kommen und sagen, so, jetzt kommt alle, helft alle, packt alle mit an, und wir werden wieder eine schöne Sache daraus schnüren. Und darauf freuen wir uns und sind jetzt mal gespannt. Und Zeit des Handelns, das war das, was ich hier zum Ausdruck bringen wollte. Wunderbar, Zeit des Handelns. Also, die Geschäfte sind ja zu einem bestimmten, zum großen Teil schon wieder geöffnet, und jetzt geht es darum, dass ihr von euren Sofas runterkommt und in die Stadt reinkommt, und nicht vergessen Mundschutz, ich habe meinen natürlich auch dabei, hier ist er, ja, nur über das Mundschutz hier ins Mikro zu reden, ist immer ein bisschen doof und ein bisschen blöd. Es gibt aber noch mehr in der Stadt, und zwar der Zoo hat wieder geöffnet und auch der Wildpark hat geöffnet, zwar nicht alles, aber ein Großteil davon. Das heißt, man kann mal wieder was unternehmen, man kann mal wieder rausgehen. Und die Streichelzoo ist noch geschlossen. Also da geht es noch nicht mit den Kids. Aber was, noch eine gute Meldung, eine neue Meldung. Die Wirtschaftswoche, die Zeitschrift, die Wirtschaftszeitschrift Wirtschaftswoche, die hat ein Hochschulranking gemacht. Und die Absolventen der TU Kaiserslautern schneiden dort besonders gut ab auf dem Arbeitsmarkt, sind besonders beliebt bei Arbeitgebern. Die sagen nämlich alle, die Qualität der Ausbildung ist super in Kaiserslautern, und auch die jeweiligen Fächer, die die Absolventen in die Wirtschaft hineinbringen, sind sehr gefragt, und insbesondere wird auch die Praxisnähe der Ausbildung gelobt. Also, ja, tolles Lob für unsere TU hier in Kaiserslautern. Ja, was haben wir noch? Vorhin kam gerade noch eine Meldung raus von der Stadtverwaltung, die haben gesagt, jetzt endlich ist es soweit, wir öffnen die Brunnen in der Stadt. Wir sind hier auf dem Altenhof, und
Naja, ich glaube, so richtig der Brunnen ist es ja noch nicht. Aber das ist, glaube ich, doch Regenwasser, was da ist. Die Tauben suhlen sich im Moment da drin. Jetzt, ab heute, werden so nach und nach alle Brunnen in der Stadt angeschaltet. Und dann haben wir natürlich wieder ein bisschen mehr Spaß da dabei. Wasser in der Stadt. Da fällt mir eine Idee ein. Wie wär's? Geht doch rum, ja? Geht rum in der Stadt und immer dann, wenn ihr einen Brunnen seht, der jetzt schon sprudelt, dann macht einfach ein Foto da davon und schreibt dazu, wo es ist und schreibt es hier unten rein in die Kommentare hier von 23:45 im Stadtecho. Schön, dass ihr dabei seid. Liked uns und teilt uns vor allen Dingen und morgen kommt die nächste 23:45 dann wieder pünktlich.